Hey, hallo und willkommen bei Eve. Es ist mal wieder soweit. Wir haben wieder ein Update zu besprechen und das machen wir wie immer. Diesmal nennt es sich, ich hasse es, Carnyx. Also Car, C-A-R und dann N-Y-X, ne? So wie New York und so. Carnyx. Ja. Ich habe gar nicht geguckt, was das heißen soll. Hätte ich vielleicht mal sagen sollen. Ich weiß auch nicht, was das mit Erika zu tun hat. Also wenn da jemand die Zusammenhänge herstellen kann, der soll das bitte tun. Ja, ich fliege schon mal durch die Gegend. Das hat was mit dem zu tun, was gleich passiert. Ja, wie gesagt, Erika. Wie komme ich auf Erika? Das kann man ja mal kurz für euch hier entläutern. Ich besorge mir immer gerne das Theme, damit ich das jetzt hier euch spielen kann. Also ihr hört es noch nicht. Ich mache es gleich auch an. Da kommen wir dann gleich zu. Und ich habe diesmal gedacht, machen wir vielleicht nicht einfach über den Webplayer, das ist ein bisschen nervig, laden wir runter, dann können wir es direkt dahinterlegen, beziehungsweise besser Lautstärke regeln und so. Und stelle fest, das heißt Erika-Theme. Das Carnyx-Theme ist das Erika-Theme. Ja, ich weiß nicht, was das soll, also keine Ahnung. Großes Schulterzucken hier. Gut, ich wollte mein Schiff hier noch reparieren und dann können wir auch schon, ach, der heißt noch wie mein Stream, na, ist egal. Jetzt ist es ganz, sehr schön. Fangen wir mit der Musik an. Erstmal das Theme, damit ihr da auch, das ist ein sehr schönes übrigens. Ja, jetzt fand ich wieder anzusprechen. Ich finde es einfach sehr schön. Also deswegen habe ich es euch was länger hören lassen. Ich mache es jetzt auch was leiser, sonst hört ihr mich wieder nicht. So, das muss reichen. Läuft jetzt auch die ganze Zeit im Hintergrund, hoffe ich, wenn alles klappt. Und ja, das ist das Theme. Sehr, sehr schön, finde ich. Also sind ja sonst auch immer recht gut, aber das gefällt mir besonders gut. Ich weiß auch nicht warum. Sagt mir zu. Wir sind im Interceptor unterwegs, denn ich muss da ein paar Dinge zeigen und da hilft der Interceptor ungemein. Wir fangen aber bei den üblichen Kleinigkeiten an. Wieso habe ich eigentlich das Geld blinken? Achso, weil ich das verkauft benutzt habe, okay. Kleinigkeiten, was gibt es denn? Exploration hat sich wieder ein bisschen was getan hier. Es gibt neue Systeme hinter den nicht identifizierten Wurmlöchern. Da, wo hier, ne? Diese Phallus-Symbole von Niove, diese großen langen Türme, die wie Schwerter im Weltraum aussehen. Da gibt es neue Systeme hinter. Ist, ja. Ich sag's nur, für mich ist es bis jetzt noch nicht relevant geworden. Aber ja, sei euch hiermit gesagt. Dann, wo wir bei für mich irrelevanten Themen bleiben, denn ich kann noch nicht mal die einfachsten. Neue Burner-Mission gegen die Angels. Ja. Wer eine Herausforderung sucht, bitte gerne. Ich fall da ganz klar weg. Ansonsten hat sich auch was an der Grafik getan. Ich kann das jetzt leider an diesem Schiff. Müssten wir vorher nachher Bilder machen. Es sieht ja ein bisschen dreckig aus. Und genau das ist dieser neue PBR-Layer, den sie da noch draufgelegt haben, dass die Dinger noch ein bisschen besser aussehen. Ich soll schöner werden, man kennt das ja. Und zudem wurde an der Beleuchtung von Stations und Schiffen ein bisschen was geändert. Also wenn die beleuchtet werden. Ja, wir können ja mal kurz abdocken und gucken, ob wir irgendwas sehen. Ich glaube ja nicht dran. Aber Eve wird schöner. Immer wieder mit jedem Update aufs Neue, das kann man so sagen. Ja, hier haben wir eine Station. Es gibt Vergleichsbilder im Netz, also. Ja, hübsch sind sie ja. Das kann man nicht anders sagen. Die Stations sehen schon gut aus. So, kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Ich halte hier mal an. Steuerung der Taste übrigens für die, die es wissen wollten. Was hat sich noch getan? So eine Kleinigkeit, die ich überhaupt nicht mitbekommen habe, die mich auch überhaupt nicht betrifft, denn ich bin ja nicht kriminell. Aber für die Kriminellen da draußen, die im Highsec unterwegs sind und Leute ärgern, ihr könnt euer Refitting, In-Space Refitting, es gibt ja dieses Modul, nicht mehr nutzen im Highsec. Ja, kann man nun mal hier so festhalten.
Dann für die ganzen Kaldari-Piloten, es fehlt ja noch ein bisschen was Destroyer-technisch auf eurer Seite, nämlich der T3-Destroyer. Und jetzt habe ich wieder vergessen, wie das Marktfenster aussieht. Die Jackdaw ist der neue Destroyer für die Kaldari. Das ist er. Ich glaube, den gibt es in verschiedenen Varianten, wenn ich das richtig gesehen habe. Kein Skin, kein nichts. Ach, das Mini kommt mir auch neu vor. Ja, eine lustige kleine Spinnenkrebs-ähnliche fliegende Tactical Destroyer-Maschine. Gehe ich jetzt im Detail nicht drauf ein. Also, ja. Kommen wir zu Sachen, auf die ich im Detail drauf eingehe. Denn es gibt, und hierzu brauche ich jetzt gerade mal einen Browser, denn ich habe mich in der Tat vorbereitet. Das ist ja wie immer sehr unerwartet, aber ich habe mich vorbereitet. Ihr kennt ja sicherlich die hier noch. Man sieht wahrscheinlich jetzt nicht. Jetzt kann man hier scrollen in diesem Browser. Das wäre zu schön. Das sind die alten Icons. View Image. Scroll Image? Nein? Okay. Wäre auch zu einfach. Es wird auch nicht größer, wenn ich hier scrolliere, ne? Okay. Jedenfalls, wie schon erwähnt, es gibt neue. Nein, ich hab's nicht erwähnt. Egal. Das sind die alten. Ja, diese lustigen Fähig-Kakao-Container und man erinnert sich auch an die Schiffstypen, an die Kanonen. Wo sind die Schiffstypen? Wisst ihr? Sind keine Schiffstypen drauf? So viel zum Thema Vorbereitung. Egal, das sind die alten Symbole. Und wenn ich jetzt gleich in Space gehe, dann können wir uns die neuen Symbole auch direkt, ich bin in Space, ansehen. Wir hätten da, gut, Sonne hat sich jetzt nicht so geändert, aber hier zum Beispiel Asteroidenwelt. Das sind jetzt so drei kleine Bubbles. Dann haben auch die Schiffe sich geändert. Standard und Ice Icon Overview. Sieht auch aus wie eine Sonne jetzt. Schiffstypen haben sich auch geändert. Jetzt sind hier dann dummerweise niemand. Das wird sich aber wahrscheinlich schlagartig ändern, wenn ich sie nur null fliege gleich. Gut, ja. Also die Icon haben sich geändert. Mein eigenes müsste sich auch geändert haben. Ihr werdet sehen, wenn ihr es macht, wenn ihr rumfliegt, dass sich die Icons der Schiffe geändert haben. Ich sollte vielleicht mal in Stargate gehen. Fliegen wir mal in dieses Stargate. Da könnt ihr bestimmt was sehen. Für so Vorführungen sind so schnelle Schiffe echt praktisch. Yeah. Musik ist auch gut, also muss man, ganz klar. Ah, guck mal, hier, neue Icons in der Overview und die sollten wir auch genauso hier draußen rumfliegen sehen. Ja, modern, schick, muss man sich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, das ist klar. Also wenn man die alten auswendig konnte, dann ist man jetzt ein bisschen angeschmierter. Dafür soll es einfacher sein für die, die sie noch nicht kannten. Ja, also da muss man auch mal an die anderen denken, die sich nicht auskennen. So viel zu dem da. Neue Schiffs-Icons, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Nächster Punkt und hier wird es ganz, ganz simpel. Wieder ein Browser. Es wurden Module angepasst. Es werden ja immer wieder mal Module angepasst und Shield-Extender, Armor-Plates, Anpassungen, gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein. Dann wurden auch die Sentry-Dawns ein bisschen angepasst, auch Kleinigkeiten eher, habe ich jetzt auch nicht zu im Detail. Was ich hier habe, das seht ihr jetzt gerade, die Afterburner wurden angepasst. Und ihr seht schon, es gibt neue Module. Es wurden Module umbenannt, also wir haben jetzt den Monopropan, der früher, glaube ich, der Experimental war und, nee, der Prototype und der Experimental ist der Cold Gas. Das sind so Sachen, die sich jetzt angepasst haben, vom Namen her wieder. Genau, das war der Experimental, da war der Monopropan, okay. Und Cold Gas ist der After, MWD. Dann wurden auch die Werte angepasst, also gerade alles im Bereich Faction und Dead Space hat sich ein bisschen geändert, während die normalen eigentlich so geblieben sind, wie sie waren. Gerade auch hier der ja, Afterburner Take 2 ist geblieben. Was ich aber interessant finde, ist, dass der Micro Warp Drive, und ja, wir haben sie ordentlich umbenannt. Das ist jetzt, damit man ne, ein MN, wofür steht das eigentlich? Habe ich nie versucht rauszufinden. Naja, ein MN Afterburner und ein MN Micro Warp Drive könnte zu Verwirrung führen. Deswegen sind jetzt die Micro Warp Drives im 5er Schritten. Nein. Also 5mm, 50 und 500, das sind jetzt die Micro-Warp-Drives und wie man direkt sieht, mehr oder weniger direkt, selbst der Micro-Warp-Drive 2, also Tech-2-Variante, hat schon mehr Velocity. Das ist interessant. Das kann ich mit dem Schiffchen sogar nutzen. Hm, was habe ich denn hier? VT8 Kompakt. Ja, gucken wir mal kurz in die Tabelle, wo ist sie denn hin?
da, glaube ich, irgendeinen Scheiß gekauft. Ach, ich habe das jetzt ganz zugemacht. Ah, nee, was soll das denn? Das ist ja wohl nicht wahr. Ich gebe euch auch die Links wie immer im Blog, ja, auch für euch YouTuber. Ihr müsst im YouTube auf den Blog klicken, damit ich meine Klickzahlen kriege. Ich bin da ganz assi und eigentlich auch nur einfach zu faul und ich kann bei YouTube das nicht weit im Vorfeld schreiben. Im Blog kann ich das weit im Vorfeld schreiben. Ja, wo war das jetzt? Der Microwarp Drive. So, der YTT hat überhaupt nicht geändert. 505. So, gar keine Änderung, außer Meta-Level. Okay. Alles beim Alten. Ich muss niesen, das ist schlecht. Einmal ausatmen. Jetzt geht's. So, was hat sich noch getan? Bevor wir jetzt durch dieses Gate springen, dann kommen wir gleich später zu. Marauder Skins. Marauder Skins. Komme ich auf den Next Shop auch von hier? Ja, ne? New Eden Store. Es gibt jetzt zum Beispiel für meine Kronos einen lustigen Polizeiskin. Den ich ja echt nicht schlecht finde, wo ich tatsächlich mal drüber nachdenke, ihn zu holen. Schön mit diesem, ne, rot und blau blinken. Schon cool. Also da denke ich tatsächlich drüber nach, zu schlagen, der sieht gut aus. Ist halt aber auch dementsprechend teuer, aber ich habe die Aura mehr noch. Ach guck mal, es gibt sogar ein Pack mit allen Skins. Schaut euch das an, ein Pack mit allen Skins. Faszinierend. Wobei die Amaya, die... Ja, beste Variante. Soweit würde ich nicht gehen wollen, aber es sieht schon gut aus bei den Amaren, das muss man sagen. So, jetzt sind wir alle Änderungen durch. Das war's eigentlich. Das Video ist auch lang genug. Wir sprechen jetzt... Na komm. Wir stehen kurz vor 0. Das hat einen Grund, warum wir da stehen. Erstens, was die Folge spannender macht, wenn ich da gleich noch reinspringe. Weil er jetzt hier, wie ihr gesehen habt, auch schon oft mal vorbeigekommen ist. Und wieso habe ich den Kopfschat offen? Danke. Es gab die nächste Sovereignty-Änderung. Ihr wisst ja, da wird ja ganz viel gemacht. Schon im letzten Patch wurde was eingespielt und jetzt sind wieder neue Sachen mit drin. Und ich verlinke euch einfach den Dev-Blog dazu, weil das ist echt viel. Ich werde das jetzt nicht alles groß und breit treten. Was halt das Ziel ist und was auch jetzt in diesem Patch kam, ist, dass man nicht mehr stundenlang auf Stations einballert, um sie zu übernehmen. Genauso wie Systeme in den Stations und so weiter schon da runterballern muss, sondern ja, dass das schneller geht, dass das nicht so eintöniger Scheiß ist und nicht so dieses System, wer mehr mitbringt, wer stärkere Schiffe mitbringt, gewinnt, sondern dass auch eine kleine Gruppe da mal nerven kann, wenn keiner aufpasst. Gut, für die, die belebte Systeme haben, wo viel los ist, soll es natürlich angenehmer sein und so weiter. Das ist so das System und da gibt es so ein Ethosis Link Modul und mit dem kann man die Sachen angreifen. Das habe ich nicht gefittet. Ja. Ich will jetzt nur dahin fliegen, um eine bestimmte Sache zu überprüfen und das machen wir jetzt einfach. Ganz hardcore fliegen wir jetzt in Richtung 00. Schmerzfrei, wie wir da sind. Denn, das kann man da bestimmt ganz toll zeigen. Oh, ich habe hier gar nichts an. Oh, das ist aber... Ich hätte ja gedacht, dass ich hier wenigstens einen Waypoint hatte. Ich dachte sogar, dass ich hier einen Waypoint habe. Naja. Sprung und weg. Das geht bestimmt super. Die Stations im 00 haben ja ihre Services drin, Mining und sowas. Und die sollen jetzt nicht mehr im Kern sein, sondern so ein bisschen außen angebracht. Und ich will mir jetzt einfach mal angucken, ob das irgendwie cool zu sehen ist. Ich glaube da jetzt in der ersten Sekunde noch nicht dran. Aber wir schauen einfach mal, ob da was Cooles zu erkennen ist. Ein Wrack. Ein Wrack ist direkt schon super, dass man da weiß, dass da ein Wrack ist. Und da guck mal. Hier ist aber ordentlich Bubbles und wer weiß was alles. Oh, ich habe hier Safe Spots, ich habe hier Gate Spots, ich habe hier alles Mögliche. Ich warpe auf einen Safe Spot. Wird wahrscheinlich direkt instant aufgeschaltet? Nein. Dafür bin ich auch zu schnell, glaube ich. So, wir sind im 00. Tada! War ja auch mal nötig, dass wir das in einer Folge machen. So, ich sehe jetzt hier in der Overview lustige Dinge. Wir haben hier Territorial Claim, neuronales Phänomen. Wer bist du denn? Bist du? Jove Observation. Oh Gott, das ist Serenity Block Unit. Ich glaube, davon ist jetzt nichts das aktive. Dings, ich muss mal zwischen den Punkten hin und her springen, sonst wird es gleich eklig für mich. Weil ich einfach auch dem MWD Vollgas und so. Guck mal.
Wo ist es denn? Severity Blocking und so weiter. Naja, XXDes wohnt hier draußen. Ich will Richtung Station. Hier ist doch einer, ne? Genau. Eine Galente Station. Richtung Station allein und den MWD anwerfen. Sollen wir mal ein bisschen Gas geben. Das heißt, wenn sie mich ausscannen, sollte ich schnell genug sein, dass sie mich nicht instant haben. Und so, was wollte ich? Das Phänomen hier ist... Okay, einfach nur ein Signal, ja. Gut. Plan an dem Ganzen ist, ich glaube, ich brauche neue Overview-Settings. Damit ich, wenn der mir irgendwas aktiv hat, das auch sehen kann. Schauen wir mal kurz rein. Settings, Open Overview Settings. Entitäten, das sieht mich eigentlich nicht. Orbitales Tests. Nein. Sovereignty ist auch alles aktiv. Deployable bis auf 1. Endnosis. Ach guck mal, kann man das eingeben? Da kann man hier eingeben, ne? Jetzt muss ich noch wissen, wie man dieses Endnosis schreibt. Endnosis Command Node. War da jetzt einer bei? Nee. Okay, ist nichts an dergleichen. Ja. Ich überschreibe das mit Barco mal eben. Der wird bestimmt irgendwann ein Update raushauen, falls es da drin sein sollte. So viel dazu. Nichts zu sehen in der Richtung, alles klar. Und jetzt wollen wir aber trotzdem mal zu, nicht dem Gate, zu der Station fliegen. Die dort hinten ist. Habe ich da irgendwas in der Nähe? Nee, habe ich nicht. Welcome to the camp. Ich werde da jetzt einfach mal auf sage und schreibe 100 hinwarpen, um dann wieder irgendwie nach Hause zu kommen. Nur um schnell einen Blick drauf zu werfen, ob man da was sieht. Ich kann natürlich auch komplett die falschen Overview-Settings haben für die Nummer. Ah! Nein, man sieht was. Schaut. Hier sind, erstmal ausrichten auf irgendwas. Ja, ist alles blöd. SS1, Align 2. Und ja, ihr seht hier die lustigen Punkte, das sind die einzelnen Services, Laborator, Factory und Cloning und so weiter. Die sind also nicht mehr alle im zentralen Punkt, sondern außen drumherum. Und die kann man mit diesem Hypnosis-Ding angehen. So, und jetzt sollte ich langsam abhauen, weil hier ist jemand am Bridge, auf den ich keinen Bock habe. Und weg. Gut. Das war, denke ich, so das, was Karnix uns gebracht hat. Ja, ich finde, wie immer, bin ich sehr froh darüber, dass es so schnelle Update-Zyklen gibt. Das bringt mir ja auch Content für mehr, ne? Ist ja ganz praktisch. Und jetzt will ich auch noch leben nach Hause. Bubble sollte mir nichts tun, weil ich bin ja in einem Interceptor. Und ja, zum Update noch gesagt, es ist jetzt nicht so viel für mich drin. Also die Icons finde ich ganz witzig. Und die Anpassung an dem Afterburner, ja gut. Das betrifft halt alles nichts Direktes jetzt für mich. Sovereignty betrifft mich nicht, ist aber immer super interessant, weil es mich zeitnah auch wieder betreffen könnte. Daher, finde ich gut, dass da jetzt dran gearbeitet wird. Ich werde mir vielleicht dann auch mal wieder umschauen müssen nach einem Nullkorb, um ein bisschen was in die Richtung zu machen. Aber vielleicht auch erst, wenn das Ganze durch ist. Mal schauen. Das soll es gewesen sein. Lasst mir ein Däumchen hoch da, abonniert Twitch, mich, Kanal, Daumen hoch, alles habe ich erwähnt, Blog, bla, bis zum nächsten Mal, nicht zum nächsten Update, sondern nächste Woche wahrscheinlich Opportunities-Folge und ja, bis dann und tschüss.